Moin Leute, weiter geht's mit dem Alien, Ausgabe 19 und 20 haben wir hier und da haben wir heute mal nichts zum Kleben, keine Magneten, yeah. Heute wird geschraubt und zwar gibt's, es gibt Rippchen. Es sieht so aus, als wenn wir anfangen, die Rippen von dem Alien zusammenzubauen. Das sieht zumindest so aus, die ersten Rippen. Ach, und wieder ein Zettel, wo das jetzt alles wieder ein bisschen länger dauert, aber ich habe ja schon ein bisschen länger die Sachen zu liegen. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, einiges zu tun und wir schrauben heute mal wieder ein bisschen. Okay, auf geht's. Ja, wie gesagt, Rüppchen haben wir. Und zwar fangen wir an mit der Ausgabe 19 Tüten, logischerweise. Die haben wir hier. Aber kleine Rüppchen hier für die Größe. Würde ich mal behaupten. Ist gut, oder? Also, nee. Oh, die sind so ja aus Metall hier. Kick meine an, die sind aus Metall. Ist ja ein dolle Ding. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Schräubchen dazu. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen sollen. Und zwar ist das eine von den Rippen, die hier unten rankommen. Mal gucken, wie wir das jetzt hier so gemacht haben. Im unteren Bereich kommt die so mit rein. Nee, ist ja völlig falsch. Die kommt hier mit rein. Man sollte ein bisschen auf die Biegung achten hier. Oh, sieht das aus. Einmal da. Und die andere Seite kommt. Soll hier mit rankommen. Da ist er. Schrauben wir das jetzt mal so fest. Geht gut. Ohne Probleme. So, mal gucken, dass das jetzt hier richtig drin sitzt. Aber jetzt geht es etwas strammer. Aua! Das solltet ihr vermeiden, Leute. Jetzt sitzt sie richtig. Die andere Seite noch dazu. Dann mal gucken, dass wir da einmal ansetzen und gleich richtig positionieren. Am Anfang gehen sie ganz gut und dann werden sie ein bisschen strammer, die Schrauben. Ja, die passt. Das ist jetzt Position 1 von dem Rippchen. Das heißt also, Ausgabe 19 haben wir dann schon mal auch erledigt. Das war ziemlich zügig und schnell. So, kommen wir dann zur Ausgabe 20. Haben wir hier. Mal gucken, was wir da machen können. Ich habe noch nicht direkt reingeschaut, aber da sind auch wieder ein paar Teile mit bei, die sehr interessant sind. Hier haben wir zum Beispiel ein Plastikteil, wieder ein Stückchen Rippe aus Metall, würde ich mal behaupten, hier auch ein Stückchen. Und hier haben wir einmal schwarze und einmal silberne Schrauben. Ist auch sogar gekennzeichnet unter Schwarz und Silber. Die schwarzen kommen dann in diese Plastik mit rein. Alles in einer Tüte. Und wir schrauben jetzt als erstes dieses Teil zusammen hier. Da haben wir hier einmal einen kleinen Stift, der dann hier mit reinkommt, und einmal eine Bohrung für die Schraube.
Da kommen die kurzen Silbernen rein. So, ja, das passt schon mal. Und jetzt brauchen wir noch mal das Rippenteil. Wir haben das so und das kommt, hoppala, das kommt dann hier mit rein und wird dann von hier mit einer 26er Schraube verschraubt. Das ist auch wieder diese silberne Ausführung. Auch. So, dann sind wir mit den Rippchen schon erstmal fertig. Jetzt nehmen wir uns das Teil hier und da kommt jetzt im hinteren Bereich hier diese Verbindung, dieser Verbindungsstecker drauf und wird mit der schwarzen Schraube verschraubt. So, das wird verschraubt und ja, was ich gesagt habe, wir sind jetzt schon wieder durch. Dann sind wir mit der Ausgabe 19 und 20 durch. Ja, wie gesagt, 19 und 20 fertig, wieder mal ein paar Rippchen gemacht hier. Das wird bestimmt ganz cool sein, wie gesagt, weil die aus Metall sind, das wird schon ordentliche Gewicht haben dann später. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, habe gar nicht nachgeguckt, was der dann später an Gewicht hat. Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich nochmal direkt nachgucken. Und ja, dann werde ich das euch nochmal sagen. Hier haben wir ja das einfach das Plastikbauteil dann entsprechend verbaut. Und das war dann auch schon, wie gesagt, diese eine Doppelausgabe vom Alien. Dann habt schönen Dank, schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.